untersuche das Büro. Hier sind nur zwei verkackte Sachen, die ich angucken kann. So, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde der Nacht. Ich bin der Theodor, wir zocken Marvel Spider-Man. Wir sind schon mittendrin. Es macht unheimlich Bock, Freunde der Nacht. Zieht euch das Let's Play auf jeden Fall rein. Wird witzig. Man wird andauernd abgelenkt durch irgendwelche Sachen, die man so nebenbei machen kann. Das macht halt ein gutes Open-World-Spiel aus und macht richtig Bock, Freunde der Nacht. Kann ich euch sagen, richtig, richtig gut. Ja, also bleibt dabei. Abonniert den Channel, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann aktiviert die Glocke, damit ihr hier nichts verpasst. Ja, zieht euch auch Batman mal rein, ist auch ein richtig geiles Let's Play. Und ja, wir hören jetzt erstmal, was los ist hier. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Okay. Yuri, der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Okay. Leise ausschalten, das ist mal richtig geil. Da habe ich jetzt auch richtig Bock drauf. Freunde, wir gucken mal, wo hier die Leute überhaupt sind. Also da ist einer, da ist die Geisel, noch einer, was war da? Hinten mal irgendwie ein Schlitz. Fallen lassen? Ne, fallen lassen wir uns nicht. Wir müssen ja unauffällig bleiben, wenn ich mich jetzt hier fallen lasse. Das können wir vielleicht ganz am Ende machen. Ist hier sonst nichts? So. Alter, untersuche das Auktionshaus. Ja, und nu? Ich kann mich ja nur da an der einen Stelle fallen lassen, anders geht's ja kaum noch. Also, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Leute habe ich jetzt gezählt. Kann ich da noch lang irgendwie? Da bin ich reingekommen, oder? Kunstwerke nicht anfassen. Okay, wir müssen ja dann da hinten runter, würde ich sagen. Und ist ja hier auch nichts. Ist ja der einzige Weg. Aber mit ruhig und leise, ey, das ist so eine Sache, würde ich sagen. Na gut, wir probieren mal. Ladezeiten sind ja nicht so lange. Fallen lassen. Wir sind hier einer. Ah, okay, wir sind nicht ganz unten. Okay. Hier steht einer. Hier ist nur einer im Raum. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Schieße Netze auf Oberflächen und Objekte, um Gegner abzulenken. Halte L2 gedrückt, um auf den Boden zu zielen. Drücke R1, um den Netzschießer abzufeuern. Warte, bis ich unter dir... Ah, okay. Ah, okay. Cool. Sehr cool. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Okay. Ich hoffe, die Typen wollen sich nicht Kingpins Revier unter den Nagel reißen. Ich hatte auf ein ruhiges Wochenende gehofft. Okay, wir sind wieder drin. Eieieiei. Besiege die Gegner. Ich soll den von oben einspinnen. Okay, sehr cool. Total geil. Total geil. Uns keiner in der Nähe hier? Wahrscheinlich geht ja auch nicht anders. Gerade.
Uah, Vorsicht. Bewege dich für einen lautlosen Takedown hinter einen Gegner. Wenn ich mal wüsste, wo ich lang muss, ne? Da. Okay. Alter Schwede. Du bist jetzt mal ruhig. Okay. Da kommt jemand. Eieieiei. Oi. Ist am Ende. Hier ist noch jemand. Bestimmt. Sie muss die Akte haben. Wenn hier jemand ist, wo denn bitte? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Los, Pete. Die bösen Jungs werden langsam böse. Ja, die bösen Jungs werden langsam böse. Okay, drücke R3, um Gegner anzuzeigen, die du sicher ausschalten kannst. Gefahr. Gegner mit Gefahrensymbolen sorgen dafür, dass du von Gegnern in der Nähe entdeckt wirst, wenn sie angegriffen werden. Okay. Du kannst Gegner ablenken, indem du nahe Oberflächen oder Objekte einspinnst, um eine Ablenkung zu erzeugen. Scanne R3 nach Objekten zur Ablenkung. Was? Hat er die Kiste? Halte L2 gedrückt, um auf ein Objekt zu zielen. Drücke R1, um den Netzschießer abzufeuern. Okay. Alter, das kann ich mir doch alles niemals merken, ey. Hey, was ist das? Was ist denn das? Kamera. Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Ah, toll. Kumpel, 1 Cent für jedes keine Bewegung und... Boing. Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig, vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. So. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Okay. Alles klar. Wir spielen MJ. Sehr cool. War auch in dem Test von GameStar wurde das sehr bemängelt, die Geschichte, dass man auch mal andere Charaktere spielt. Ich muss sagen, ich finde das echt cool. Tatami-Rüstung, 15. So Jahrhundert. Ich habe wohl gesehen, als großen Mann, der tat, was andere nicht tun würden. Der Typ hat sich gewaltig überschätzt. Ja,
ich finde, das ist eine schön gelungene Abwechslung hier. Also ich finde es echt ganz cool. Sie hat auch die Spider-Senses. Was ist da? Alte Männer mit Bärten. Ich verstehe ja, warum Peter das macht, aber das Helden-hinter-Masken-Ding hat mir noch nie gefallen. Ja, eine Gruppe von No-Masken. Als Held sollte man doch eigentlich hinter seinen Taten stehen und sagen können, ja, das war ich. So eine Art Held wäre ich zumindest gerne. Ja, mag sein. Aber der Peter, der ist da halt anders. So. Was soll ich denn jetzt überhaupt hier machen? Da Samurai-Schwerter. Oh. Gucken wir uns mal an. Katana, 14. Jahrhundert. Eine Katana. Chris hat Peter also damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen. Und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. So, ich werde jetzt hier nicht mehr versuchen, irgendwas zu erzählen, weil die mir sowieso immer dazwischen quasselt. Simkaria. War das nicht in den Nachrichten? Keine Ahnung. Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln. Ja, das mag sein. Das mag sein. Okay. Was ist das hier für ein Wandteppich? Wir gucken mal. Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Okay. Sehr sensibel, die Gute, wa? Sieht aus wie im China-Restaurant hier. Krieg schon Hunger auf süß-sauer. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen und um die Welt reisen. Aber mein Leben und meine Arbeit sind hier. Boah, bin ich ja überhaupt nicht, ne? Ich bin ja mehr so ein, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich hier ins nächste Dorf fahre, dann ist das für mich schon Urlaub. Bin immer gern zu Hause. Wie hat Fisk das genannt? Vanessa? Okay. Wir reden mal mit der. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Ja, jetzt. Klingt gut. Jetzt möchte ich anfangen. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Okay. Jetzt zeige ich dir mir nochmal alles, oder was? Hab doch schon alles gesehen. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Parashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Stillen. Okay. War bei den Verkäufen, die sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Würde ich jetzt bestimmt auch nicht, ja sagen. Ich wüsste. Mit Sicherheit. Hier die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Voll frech, oh, ey. Natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Wohin? Hier? Was soll ich denn hier fotografieren? Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Telefon. Verdammt, warten Sie hier bitte. Oh, gehen wir mal, sie hat gesagt... Ich kann jetzt nicht reingehen, sie würde mich wie, sehen. Wie, was? Du sollst da hingehen. Oh, Moment. Ich kenne diese Statue. Ich Woher? Muss ein Foto machen. Erledigt. Craig, ich rufe sie zurück. Oh, Mann.
Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Okay. Ich muss so dringend pipi. Wo ist denn die? Hier oder was? Da ist sie. Was ist denn hier noch? Hier, Foto machen hier. Oh, Foto. Beweisfoto. Kann ich nicht. So, okay. Darmtoilette. Da. Am Anruf. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Ja, manchmal ist das so. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn Sie nicht... Wenn Leute misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen und sie fangen an zu untersuchen. Sobald du das Rufzeichen siehst, wurdest du entdeckt. Ihre Reporterin ist. Wer ist sie dann? Leise. Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Eieieiei. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Eieiei, da kann ich doch nicht langschleichen, oder? Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Ja, mach das mal. Und danach werde ich Ihnen den Kopf abreißen, Craig. Au. Sie ist sauer. Ja, das ist eine Drohung. Geh doch mal da weg. Aha. Da kann ich doch nicht rüberlaufen, oder? Die sieht mich doch. Natürlich, Craig. What? Okay, wie unrealistisch war das denn, okay. Bitteschön? Was hat denn für ein Quatsch? Ich glaube Ihnen nicht. Oh, jetzt geht's weiter, weißt du? Oh, ey. Aha. Ey. Natürlich, Craig. Okay. Das hört man ja auch nicht. Total unauffällig. Hat mir davon erzählt. Fisk hat darin Beweise versteckt. Eieiei. Ich habe sie hier gelassen. Ich weiß, dass man sie öffnen kann. Eieiei. Dahinter ist der Neo. Aber er sieht anders aus. Okay. Er sieht anders aus? Sehr seltsam. Da Papiere irgendwie. Wilson Fisk. Er hält etwas in der Hand. Ein Stab. Ein Stab hält er in der Hand. Wie geht das denn? Ansehen? Untersuchen. Okay, und der andere hält einen Stab in der Hand. Okay. Ah, da ist ein Stab, guck mal. Was hat er denn da? Zu Fisk ist sie sicher netter. Boah, ist der doch gar nicht, oder? Ne, er muss hier irgendwo sein. Des Rätsels Lösung. Ich kann aber nicht wirklich was machen hier. Das ist mein Problem gerade. Untersuche das Büro. Hier sind nur zwei verkackte Sachen, die ich angucken kann. Kann ich da noch irgendwas mehr machen? Ansehen. Nee, ist nichts mehr. Muss doch irgendwas sein. Ich hab doch irgendwas... Hab ich doch übersehen. Gibt's doch gar nicht. Ah, Mann, ey.
So, der hat... In einer seiner Hände ist etwas. Ja. Aber was? Wie was? Das ist das Ding, was die da hat. Das da liegt. Das Ding, da musst du nehmen. Das gibt's doch gar nicht. Warum nimmt die das denn nicht? Die Statue ist beweglich. Die gebräuchlichste Pose ist verborgene Kraft. Mund geschlossen, linker Arm runter, rechte Handfläche weist nach vorne. Diese latent machtvolle Pose vermittelt den Wechsel und das Chaos, das aus kleinen Ereignissen entsteht. Was war das jetzt? Mund geschlossen, linker Arm unten, rechte Handfläche weist nach vorn. Alter Schwede, kann ich mir noch niemals merken. Mund geschlossen, linker Arm unten, rechte Handfläche weist nach vorn. Mund geschlossen. Vielleicht lässt sich das bewegen. Ja, mit Sicherheit. Mund geschlossen. Rechte Handfläche weist nach vorn. Und linke Hand. Vielleicht sollte ich den Kopf drehen. Sehr schön. Ah. Fast. Ah. Aber ein Teil fehlt. Das hier. Das hier fehlt noch. Hab ich schon mal gesehen. Untersuchen. Benutzt das. Nehmen. Nimm das. Nimm das. Benutze Goldstab mit Statue. So geht das nicht. Wieso geht das nicht? What? Wieso geht das nicht? Hier, hä? Hä? Wieso geht... Passt. Ist aber nicht richtig. Was willst du? Was will die? Wie passt, ist aber nicht richtig. Der guckt, na da. Der guckt irgendwie anders, glaube ich. Warte mal. Legen wir nochmal weg. Wir gucken nochmal. Okay, wir gucken nochmal ganz in Ruhe. So, guck dir das nochmal an. Also, der hat die rechte Hand so hoch. Hat der meiner das auch hier? Kann ich nur irgendwas drehen, wenden, machen, tun? Nee, kann ich nicht mehr. Ah, ist nicht das richtige Teil oder was? Was ist denn das? Der hat doch das Ding in der Hand. Der hat doch genau das Ding in der Hand. Er hält etwas in der Hand. Ja, ist doch der Stab da, oder nicht? Er könnte auch der Stab sein. Könnte auch der hier sein. Nimm das. Ja, nimm den mal. Vielleicht ist er das auch. Sonst... Fällt mir jetzt keiner ein, eigentlich. Ja. Ah, okay. Norman Osborn. Ah. Was ist das? Sie hat die Dateien. Teufelsatem. Was ist Teufels... Oh, oh. Was zum... Jetzt gibt's Stress. Entschuldigung, Sir. Sie dürfen nicht... Yeah. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin. Oh oh. 把文件找出来. Wo hat die sich denn jetzt versteckt, Freunde der Nacht? Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay, du versteckst dich da, ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls, obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt.
Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. So. Freunde der Nacht. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Wir gehen hier an dieser Stelle raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Spider-Man wieder, ja? Bis dahin, alles Gute. Ich bin der Theo da. Ciao, ciao. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Okay, mach ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Okay. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Okay, Freunde der Nacht. Bis dahin. Ciao, ciao.